voll geil. Das war ein sehr beeindruckender Trailer. Star Citizen's Amazing Star Engine Demo. Oh, als ob. Als ob das so anfängt. Ich muss euch kurz was zeigen. Da ist auch das Origin-Intro mit dabei. Ja, gucke. Das war Wing Commander, war Chris Roberts epochales Weltraum-Game in den 90ern. Und das hat mich gerade sehr daran erinnert. Oh, es war so gut. Und ich guck mal ganz kurz, wir gucken mal ganz kurz. Hat mich sehr daran erinnert. Als ob. Es ist halt Ex. Okay, das ist voll geil. Es ist halt wirklich das Origin-Intro. Wie schön ist das denn? Dankeschön, Chris Roberts. Ich bin gerade sehr, ich bin ja 3 Jahre alt. Voll geil. 64-Bit Large World Coordinates Engine. Oh, ist schön. Oh, voll, oh, ich hab Gänsehaut. Entschuldigung. Ha. Das ganze Video ist laut Entwicklern ein einziger Shot. Seamless Transition, Transition from Space to Ground. Das ist geil. Auch wenn Star Citizen niemals fertig wird, was ich ein bisschen hoffe. Ich find's trotzdem so geil, auch wenn es nur ein riesiger technischer Spielplatz ist am Ende, der aber immer weiter gebastelt wird. Das Video ruckelt ein bisschen. End Service Generation on Client. End Servers, achso. Ich muss das jetzt nochmal spielen. Oh, die Bugs sind auch raus. Oh, cool. Als ich das letzte Mal hier war, gab es noch lauter Bugs mit der Anzeige, also mit der Darstellung. Ups, liegt am Video. Physicalized Frozen Ocean? Heißt es, er taut dann wieder auf, wenn es wärmer wird? Real-Time Transit. Habe ich schon gemacht, auch immer voll geil. Es ist immer schwer. Es ist immer schwer, das mit Starfield zu vergleichen. Weil Starfield einfach ein ganz anderes Spiel ist. Aber trotzdem, wenn ich das Seamless so sehe, mit dieser Freiheit einfach, auch vom Planeten aber wegzufliegen. Als wir gestreamt haben, da waren wir auch schon an Bord des Raumschiffs. Wir haben diese Yacht, die Yacht haben wir uns angeschaut, ne? Da habe ich die Yacht gekauft und wir sind da rumgelaufen. Schon voll geil. Genau, die 98er Jump war das. Genau. Ich bin jetzt mal rumgeflogen. Es ist einfach so cool. Manche Sachen ploppen noch raus, aber das glaube ich völlig egal. Real-Time Biome Generation. Also jetzt anderes Biom.
Oh ja. Komplett seamless, kein Ladebildschirm, kein einziger Ladebildschirm. Alles einfach so. Alles streamt einfach auf deinem Rechner. Groundhog fully integrated with Atmosphere. Und wie geil der Planet da aussieht, ne? Sunlight schafft zu der Atmosphäre. Boah, wie das Game in 10 Jahren ist, ne? Das würde ich gerne mal wissen. Das wird ja ewig weiterentwickelt. Immer weiter und weiter. Generierte Flüsse. Die Animation bei den Flüssen springt noch ein bisschen. Dense Environment Procedural Generation. Das hätte ich, ich bin ehrlich, das hätte ich mir bei Starfield gewünscht. Ich finde die Planeten bei Starfield alle ein bisschen leer. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Die sind auch ein bisschen karg alle. Aber es ist ein RPG. Ist immer noch derselbe Planet. Ja, 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 ist ein anderes Biom halt gerade, ne? Und dann diese Details auch am Grund halt, ne? Diese Grashalme und alles. Derselbe Planet, muss man sich wirklich bewusst machen. Dynamic Planetary Winds. Oh, physikalische Winde. Ach, krass. Das habe ich mir bei RPGs immer gewünscht. Wenn dann die ganzen Sachen einfach immer nur so rumwackeln, dass sie halt wirklich echt sind, die Winde quasi. Oder wirken. Dynamic Ecosystem Generation for Flora and Fauna. Und Vehikel, mit denen man auf dem Planeten rumfahren kann. Die man auch im Raumschiff mitnehmen kann. Seufz. Seufz. Und jetzt wieder abheben. Ich würde gerne einen Flug jetzt zum anderen Planeten sehen, gerne. Und immer noch One-Shot. Es ist immer noch One-Shot einfach. Ladebildschirm.
Ich glaube, aus diesen Dingens kann man jederzeit wieder raus, ne? Aus dem Slipstream kann man, glaube ich, jederzeit ausbrechen, wenn man möchte. Und bleibt irgendwo auf dem Weg draußen. Also kein Ladebildschirm, kein versteckter. Real-Time Large-Scale Astro Generation Rendering. Alter. Kein einziger Ladebildschirm, nichts. Alles da. Und in der Zeit geht das Leben auf dem Planeten vorhin auch noch weiter. Ist Multiplayer und das wird alles auf Servern berechnet. Das heißt, die Viecher auf dem Planeten grasen weiter. Da geht's halt parallel immer noch weiter, während wir hier sind. Real Day Night Cycle based on Planet Rotation. Und der nächste Planet. Cloud City of Crusader. Krass. Hier war ich noch nie. Eine fliegende Stadt auf dem Gasriesen. Weil, warum nicht? Boah, wie cool. Glasfaser? Ich glaube, wir haben Gasfaser. Flying Space Creatures. Alter. Kann man die looten? Alter, wie geil das einfach aussah. Weltraumwale. Wenn's bei euch leiert, liegt's an Twitch. Nicht im Trailer. Und es geht nochmal weiter. Okay, krass. Es geht nochmal weiter. Okay. Sternsystem Pyro. Was durchqueren wir da gerade? Kommen wir jetzt in den Delta-Quadranten? Und kein Ladebildschirm. Ja, Wurmloch mit Werbung. Ja, ah, ja, okay.
Das erklärt einiges. Aber schön, dass sie Werbung vorgeschaltet haben vor das Wurmloch. Das ist, sehr real. Space Stations, Streaming on Demand. Und immer noch One-Shot. Es ist immer noch eine Aufnahme. Das sieht aus, als würde da irgendwo Terminator gerade untergehen und so machen. Bestimmt so eine Space Station, auf der nur Knechte rumhängen. Melanin-driven Skin Shader? Was? Okay. Krass. Aber bewegen sich die Armhaare auch im Wind? Und ich glaube, links der NPC hat gerade geflickert. Was ich irgendwie sympathisch finde. Wann kann man das spielen? Ich glaube, das kann man schon spielen. Ich weiß aber nicht, ob das Update schon draußen ist, das ist keine Ahnung. Ab Pyro geht ab 30.10. Okay. Also Pyro, das hier kann man ab dem 30.10. spielen, aber das Game gibt's noch. Wenn ihr euch anmelden wollt, ich glaube, mein Code müsste noch gehen. Ausrufezeichen SC müsste, glaube ich, noch gehen. Der Command, hoffe ich. Dann habt ihr ein paar Credits am Anfang. Ich glaube, das müsste noch gehen. Jo. 5000 Credits zum Start. Ja, wenn ihr euch anmelden wollt, habt ihr 5000 Credits. Credits. Kredite. Ich muss auch mal wieder spielen. Wenn ich das so sehe, ich muss unbedingt mal wieder. Ich habe schon wieder gar keine Ahnung mehr. Ich habe noch ein paar Schiffe in der Bay, also irgendwo. Pyro 3, Pyro System. Erst ab dem 30.10. Krass. Sunshaft Occlusion on a Planetary Scale. Ach krass. Oh, okay. Verstehe. Die Schatten von den Wolken auch. Fire Simulation. An Bord? Feuer an Bord? Was? Oh Gott. Captain, Captain, Feuermaschinenraum. Feuermaschinenraum, Captain. Schicken Sie ein Team. Oh Gott. Erstmal schön Airlock schließen. Okay, krass. Fluchtkapseln. Ab in die Fluchtkapseln.
ist Schwefel, ne? Krass. Okay. Da muss richtig stinken. Da muss es richtig hart nach Eifurz stinken. Der ganze Planet stinkt nach Ei. Nach so einem hartgekochten. Fart Planet. Willkommen auf Flatus 3. Was steht da? Ist das jemand mit einem Fackel oder was? Relaystation? Wasserverdrängung, auch geil. American Object Container Technology for Outposts and All Location Streaming. Okay. Sag mir gerade gar nichts, ich habe nur genickt. Restart, okay. Dynamic Blood, Sweat and Tears, okay. Die Closing Simulation kam ursprünglich von Kingdom Come Deliverance, übrigens. Die haben sich ausgetauscht. Voll geil. Das war ein sehr beeindruckender Trailer. Ich will nicht, dass er vorbei ist. Und einfach komplett ein Take. Ein Take. Star Engine. Voll geil. Heilige Scheiße.